So gleichlautend wie manche Krimiserie präsentiert sich alljährlich der Sicherheitsbericht, der einen Überblick über die aktuellen Kriminalitätsverhältnisse in Österreich liefern soll. Zwei wesentliche Gründe gibt es, warum dem Leser des Berichtes dessen Inhalt nicht besonders spannend präsentiert wird. Erstens, der Hauptbestandteil stellt umfangreiches statistisches Zahlenmaterial dar, das hin und wieder mit unveränderten Textstellen des Vorjahres erläutert wird. Kriminalsoziologische Erklärungen, letztes Jahr gab es ein kleines Beiheft mit solchen, fehlen nahezu gänzlich. Dies ist auch der Grund, warum der Sicherheitsbericht immer wieder und über alle Parteigrenzen hinweg kritisiert wird. Gewordener strafbarer Handlungen um 1% gestiegen. Im gleichen Zeitraum ist allerdings die Aufklärungsquote um 0,3% gesunken. Ist Österreich 1984 also um 1% unsicherer geworden? Tiefere Einsichten bleiben auch bei genauerer Betrachtung der Zahlen aus. Denn sind zum Beispiel Verbrechen, also Mord, Totschlag und Körperverletzung, im Vergleich zum Vorjahr um 4,2% zurückgegangen, so sind die Vergehen, also leichtere Delikte, um 2,2% gestiegen. Das entspricht übrigens nur 7 Einzelfällen, wurden dafür um 3,7% weniger Motorräder gestohlen. Einzelne Teile, zum Beispiel Seitenspiegel, wurden um 6,6% mehr abmontiert. Demgegenüber stehen aber 3,6% weniger gestohlene Gegenstände, die aus Fahrzeugen entwendet wurden. Den Reim auf dieses Zahlenmaterial muss sich jeder ohne ministerielle Hilfe selber machen. Trotzdem ist es bei einigen Zahlen doch möglich. Bleibt zu wünschen übrig, dass diese Pläne durch die kommenden Nationalratswahlen nicht in Vergessenheit geraten. Alle Verfahren gegen Exekutivbeamte wegen Übergriffe eingestellt worden sind. Ein weiteres Detail des Sicherheitsberichtes: Statistisch ist der Anteil der Jugendlichen an der Kriminalität gesunken. Ist unsere Jugend braver geworden? Der Name formt unbewusst die Persönlichkeit seines Trägers. Dies ergab eine von amerikanischen Wissenschaftlern durchgeführte Untersuchung. Und der Spruch Nomen est Omen ist auch nach 2000 Jahren in vielen Fällen noch zutreffend. Der Name ist Teil unserer Persönlichkeit, Teil unserer Identität. Ich würde gern meinen Namen ändern lassen. Welchen Namen führen Sie? Fridolin Vogelscheuch. Welchen neuen Namen würden Sie sich vorstellen? Fridolin Bogart. Der Wunsch, seinen Namen ändern zu lassen, ist allerdings eher gering. Pro Jahr gibt es in Österreich etwa 600... Der Wunsch, seinen Namen ändern zu lassen, ist allerdings eher gering. Pro Jahr gibt es in Österreich etwa 600 Verfahren auf Änderung des Familiennamens und rund 200 auf Änderung des Vornamens. Den größten Anteil dabei haben unehelich geborene Kinder, die nach der Eheschließung der Mutter den gemeinsamen Familiennamen erhalten sollen. War es bisher Ermessenssache des zuständigen Beamten, einer Namensänderung zuzustimmen, so zählt das neue Gesetz alle wichtigen Gründe auf, die zu einer Namensänderung berechtigen. So wird es erstmals österreichweit zu einheitlichen Regelungen bei der Namensänderung kommen. Hat insoweit bisher eine Rechtsunsicherheit bestanden, als die Voraussetzungen für die Namensänderung besteht? Freilich, ganz frei wird die Wahl des neuen Namens auch künftig nicht sein. Die Namen von berühmten Menschen bleiben auch über ihren Tod hinaus gegen Imitierung geschützt. Ohne Zustimmung seines Idols darf sich also niemand Bogart nennen.